Hey Leute, willkommen zurück zu Ghost Lore. Ich habe ein bisschen rumgebastelt, sieht man hier unten schon. Ich habe jetzt zwei neue Skills und wir gucken ganz kurz mal, wie ich das gemacht habe. Ich bin damit noch nicht so richtig zufrieden. Teilweise durchblicke ich das auch noch nicht so richtig, aber irgendwo muss man ja anfangen. Gut. Also auf jeden Fall habe ich, also wie ich auf die Skills gekommen bin, ist im Prinzip ja das gleiche wie mit Pressure Point und mit dem Schild. Das eine ist halt, macht halt Schaden hier, Lightning Flash, das andere ist jetzt Ice Armor. Und ich habe geguckt, welche zwei Skills, die ich vorher schon hatte beim Adepten, ich jetzt auch mit einer anderen Klasse nehmen kann, beziehungsweise was als Angriff und was als Verteidigungsoption. Und da kam halt der Geomancer in Frage, weil wir konnten einfach, muss mal ganz kurz gucken, wie erkläre ich das denn am besten hier, Combo, genau, die zwei Sachen habe ich verbunden, dann kam hier halt Lightning Flash daraus und im Prinzip lief das jetzt so, ja, ich muss sie einfach hier nebeneinander setzen, jetzt sind es wieder die alten Skills, wenn ich die nebeneinander setze, dann tada, haben wir jetzt Lightning Flash daraus gemacht und so wie das ausschaut, kann man da auch mehr Sachen dran packen generell, weil da unten sind ja zwei Reihen. Aber ich habe das jetzt erstmal so gemacht, weil wir hier eh noch nicht so viele Felder frei haben. Also Lightning Flash ist im Prinzip, man springt zwischen Gegnern schnell hin und her, markiert die oder die werden zu Lightning Rod und dann werden sie kurz danach vom Blitz getroffen. Schadenstechnisch sieht das irgendwie noch nicht so gut aus, aber hey, ich wusste jetzt auch noch nicht so richtig, was ich denn da zusätzlich mit reinnehme. Skill Multiplier habe ich genommen. Beziehungsweise können wir mal ganz kurz gucken, was haben wir hier. Skill Multiplier 40%. Mana-Kosten erhöht, weil ich habe eigentlich immer noch viel zu viel Mana dafür, wie lange der Cooldown dauert. Skill Charges ein bisschen weniger, weil das hat eh einen Cooldown von, ich glaube, genau 8,7 Sekunden. Das ist echt eine ziemlich lange Zeit. Elemental Effect Strength, wie sehr sich das letztendlich dann auswirkt, ist halt auch die Frage, ne? Weil standardmäßig hat der Skill plus 50% Elemental Effects Chance. Also dachte ich mir, hey, packe ich da noch mal ein bisschen oben drauf. Und ja, Chance plus 20% habe ich da noch reingepackt. Ansonsten, ja, ich muss echt mal gucken, wie man das am besten macht. Weil im Prinzip, ich dachte erst so, von den Mana-Kosten vielleicht ein bisschen hoch. Deswegen habe ich erst die Mana-Kosten reduziert. Also war das dann noch weniger Schaden. Und ja, das andere ist halt hier Ice Armor. Das ist Ice Trap vom Geomancer in Kombination mit Mind Over Matter vom Adepten. Und wenn man die zusammenpackt, kriegt man halt Ice Armor raus. Und Gegner, die einen angreifen, das sagt aber der Name auch schon, die werden halt eingefroren. Gut, da habe ich auch ein paar Sachen draufgepackt. Skill Multiplier plus 0%. Skill Charges minus 10%. MP-Kosten reduziert. Genauigkeit ist halt Quatsch, aber das war da oben irgendwo zusätzlich mit drauf. Cooldown Duration reduziert, Skill Cooldown, das ist auch alles ganz okay, aber das brauche ich im Prinzip so auch nicht, weil so jetzt hat der einen Cooldown von 20 Sekunden und das ist halt schon, ne, gar nicht mal so kurz. Okay, das wäre das. Wir können noch mal ganz kurz hier beim Geomancer gucken, das ist im Prinzip, ja, Magier, Fireball wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen, Fernkampf will ich eigentlich auch nicht nehmen, Ice Trap ist jetzt auch nicht so meins, Thunderstorm war halt die Kombination daraus und Ice Trap mit dem anderen. Geomancy, Shockwave nach vorne ist jetzt auch nicht so mein Ding. Diese ganzen Sachen finde ich halt auch schon ganz interessant mit Skill Multiplier, auch wenn Skill Charges reduziert werden. Mana Kosten ein bisschen erhöht, aber das ist momentan kein Problem. Faster Cooldown ist ganz nett auf jeden Fall. Increased Projectile Radius brauche ich mal so gar nicht. Mehr Skill Charges, Skill Multiplier reduziert brauche ich halt auch momentan nicht. Elemental Multiplier, das ist auf jeden Fall ganz nett. Trigger und Basic Attack wollte ich halt erst nehmen, weil dann wird die Fähigkeit ausgelöst, wenn ich halt, so wie ich das verstehe, wenn ich einfach einen Gegner haue. Dann muss ich die selbst nicht mehr auslösen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber Damage Multiplier wird um 40% reduziert und 200% Triggered Skills Cast Speed. Und aber auch 20% Chance, dass keine Ladung verbraucht wird. Was ich jetzt aber in der Kombination auch noch nicht brauche. Wie gesagt, ich habe das erstmal so ein bisschen zusammengewürfelt. Ich würde es erstmal so probieren. Wenn das nicht klappt, nehme ich einfach wieder Pressure Point.
Das Ice Armor behalte ich aber. Ich glaube, das ist ganz nett. Ansonsten müssen wir mal gucken. So, ich habe jetzt hier auch noch als von den passiven Fähigkeiten, können wir auch noch mal ganz kurz gucken hier, Class Bonuses. Diese Affinity-Sachen für die einzelnen Elemente sind halt ganz nett, aber das ist halt, ne, das wird kurz aktiv, dann sieht man das über den Kopf als Symbol, dann ist das mehr Schaden, fester Wert und prozentual und dann ist kurz wieder weg. Das müsste man dann auch, glaube ich, immer richtig timen. Ansonsten 50% mehr MP ist natürlich schon eine Menge. Modifier minus 20% MP-Kost ist halt auch nicht ohne. So, dann haben wir hier noch Multicast. Skill Charges brauche ich jetzt auch noch nicht so. Also ja, ne, die meisten Sachen brauche ich nicht. Ich wollte jetzt einfach nur eine Kombinationsmöglichkeiten haben von dem Skill, von ihm hier, was sich so ein bisschen überlappt. Und dass ich halt zwei Skills habe, die ich dann schon direkt neu gebaut habe, um die dann auch einfach mal so auszuprobieren. Gut, das wäre das. Ansonsten, ja, hier ist alles gleich geblieben. Da könnten wir noch Sachen reinsetzen. Aber das sollte erstmal soweit passen. Gut. Viel geredet, aber ich wollte das jetzt auch nochmal zeigen, wie das mit den Skills funktioniert. Da war ich nämlich auch noch nicht so sicher. Gut, Telo brauchen wir nicht. Weil ich dachte erst, ich muss sie irgendwie übereinander setzen oder so. Aber nee, man packt die einfach nebeneinander. Ich glaube, untereinander funktioniert auch nicht. Nee, untereinander funktioniert nicht. Die müssen beide nebeneinander. Und dann kann man quasi, also wenn die hier in der Mitte wären, könnte ich auch nach links und rechts was dran setzen. Aber im Prinzip, ich habe jetzt hier nicht so viel Platz. Ich hätte es sonst anders gemacht. Ne? Ich hätte den hier hingesetzt, dann hätte ich diese beiden Reihen frei für den Skill und den hätte ich dann hier hingesetzt und dann hätte ich die beiden Reihen frei für den Skill. Aber das kann man dann halt auch nicht theoretisch für vier Skills machen, weil man hat dafür einfach nicht genug Platz an Feldern. Gut, dann reden wir mal wieder mit dir und mal schauen, was jetzt als nächstes kommt. Leute werden vermisst. Hantu Tingi. Einzigartiger Mogwai. Okay, der nimmt Leute in anderen Dimensionen gefangen. Das hat so ein bisschen was von ursprünglichen John Sinclair, aber okay. So, wir müssen gucken, wie wir in diese Dimension kommen. Auf zum Boot. Und ich hoffe echt, ich mache genug Schaden. Ich habe da so eine Befürchtung, dass das nicht reichen wird. Aber okay. Pulau Bakau. Oder Bakau. Ich habe keine Ahnung, wie das man ausspricht. Gut, wir müssen jetzt einen Eingang finden. Hier steht das, glaube ich, auch nochmal. Ja, haben wir gemacht. Genau, wir müssen jetzt da einmal schauen. Und ja, diese ganzen Lore-Sachen. Gut, kann man sich halt alle nochmal angucken. Aber jetzt für das hier, ne, würde ich das jetzt erstmal so nicht machen. Gut, und du hattest wieder so ein paar Sachen. 80.000 Münzen, 30.000 Münzen. Ich brauche halt, gut, wir haben fast 20.000, das ist nicht mehr weit. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Edelsteine. Die ganzen Sachen habe ich jetzt auch aus der Bank hier in diesen Commodity Cube reingepackt. Auch die ganzen Zutaten und so. Die Edelsteine lasse ich jetzt so und ja, ich behalte die erstmal und packe die dann rein, wenn Platz frei ist für irgendwas. Dann gucke ich mal, was da am besten mit reinpassen würde. Und dann machen wir das so. Weil jetzt die alle aufheben für irgendwann, das ist halt auch ein bisschen blöd. Ich kann das ja hier mal ganz kurz zeigen mit Q. Das ist dann sowas. Aber eben, wo ich das eben ausprobiert habe, dann waren die Zahlen irgendwie bei 180, 200 oder so. Was jetzt im Vergleich zu vorher mit dem, mit Pressure Point waren es knapp 400. Das ist jetzt nicht so viel. Wow, okay. Ich hatte 2 gedrückt und nicht W. Das war mein Fehler, verdammt. Okay. Na komm her. So, Kasi, Skill Charges. Ja, nehme ich jetzt mal mit. Also dann, ich nehme die auch mit. Gut, so viele Münzen kriegen wir da jetzt auch nicht für. So, ich mache jetzt immer hier erst ein Schild an, wenn es geht. Und ja, 179, das ist halt... Das könnte ein bisschen dauern hier. Das lohnt sich, so ein Skill zu benutzen, lohnt sich dann halt auch wieder nur, wenn man halt schon ein paar Gegner hier auf einmal hat. So, hier zum Beispiel. Ja, da stand eben auch was von 72.
bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das denn am besten sehr viel stärker mache. Weil ja gut, ich kann das verbessern und so, ne? Aber es ist halt... Ich weiß jetzt nicht, wie ich hier von 200 auf 400 kommen soll. So, der Rest ist mir egal. Das nehmen wir erstmal alles mit. Und dann schauen wir mal weiter. Gut, bei denen hier ist das noch nicht so das Problem. Wie ist das denn? Bei dir kriege ich... Kann ich Sachen kaufen? Level 20. Ja, nee, ich muss halt... Oh, Nasin. Poison Damage, HP, Increased Attack Speed, Skill Cooldown. Das wäre auch nochmal Movement Speed, aber es kostet halt auch 3000 Münzen. Ich spare mir das jetzt erstmal. Ich will die 30.000 haben, damit ich dann diesen Edelsteinbeutel kriege. So. Ja, mal schauen. Vielleicht ändere ich das gleich noch mit den Skills. Mal gucken. Weil das ist doch bisher echt ein bisschen enttäuschend. Also beim Feral gab es noch einen Skill, der wird zusammen funktionieren in Kombination mit Pressure Point. Da hatte ich erst drauf geschaut, aber da dachte ich mir, okay, mit dem anderen kriege ich dann noch Ice Armor. Geistbeschwörer, das war wieder das, genau. Der prügelt sich da unten. Ein bisschen schade, dass er einfach so losläuft. Und nicht mir hinterher. Ice Armor fand ich halt doch schon recht nett, auch wenn... Das Problem ist halt, man kann halt die Sachen sich aussuchen, aber man sieht zum Beispiel noch nicht genau, wie die Skills, ja, was die für Werte haben. Deswegen ist das, wenn man das halt nicht weiß, so ungefähr, und wie die genau funktionieren und alles, dann sich dann für irgendwas schon zu entscheiden, halt ein bisschen schwierig. Du bist... übernommen oder irgendwie sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Dich konnte ich gerade nicht angreifen. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ach, okay. Wir mussten ihn einfach nur besiegen, damit wir hier in seine Dimension gekommen sind. Ja, das war doch einfach. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich nochmal so eine Riesenkarte. So, ich muss ein bisschen gucken, wann ich den Schild benutze. Ach, nee, Moment. Okay, ich hatte das falsch verstanden. Okay, also, das ist nicht der Cooldown. Also, dass ich kann die Fähigkeit mehrmals benutzen. Aber wenn das runtergelaufen ist, lädt die sich wieder um eins auf. So funktioniert das. Ich dachte jetzt so von den letzten Spielen so, dass ich benutze das einmal, dann ist das blockiert und dann kann ich die Fähigkeit erst wieder benutzen, wenn das runtergelaufen ist. Aber nee, ich kann es halt direkt auch so schon. Okay, das ist
Das ist okay. Dann wären mehr Skill Charges wahrscheinlich doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, ich würde... Warum? Aber wir kommen da so nicht lang. Wir müssen hier rum. Ich laufe jetzt einfach mal den Geistern hinterher oder ungefähr in die Richtung, weil ich denke, das müsste dann auf jeden Fall auch schon der richtige Weg sein. So, hallo. Gut, und natürlich, die Fähigkeit ist ein Blitzangriff im Prinzip. Das heißt, Gegner, die dann Blitzresistenz haben, das könnte ein bisschen schwierig werden. Bitte was? Wie? Warum? Wie ist denn das jetzt passiert? Das war jetzt sehr interessant. Gut, ich will jetzt aber auch mal ganz kurz gucken, ob wir hier schon irgendwas Interessantes bekommen haben. So, das was mit Armor Break, AP, MP. Gut, das könnte ich da theoretisch schon reinsetzen. Irgendwie Attack Speed. Ja, warum nicht? Da kommt direkt wieder wer an. So, was haben wir hier noch? Minion HP, Genauigkeit. Habe ich auch ein paar mit reingesetzt, weil die war irgendwie auf 60% runter. Skill Damage, sowas brauche ich. Ich treffe mich einmal hier und ich kriege voll auf die 12. So, ansonsten 32 bis 42. Das andere ist halt schon besser, ne? Auch wenn das halt schon sehr viel schneller angreift. Elemental Effect Chance Interrupt. Da bin ich mir gerade... Ich nehme das einfach mal. Obwohl ich mir da nicht so sicher bin. So. Absorb Block Chance ist ein bisschen höher. Fire Resistance. Jetzt ist halt die Frage. Gut, da sind wir auch 15% drauf. Deswegen kann ich mir das, glaube ich, hier auch erstmal schenken. 35 Absorb. Mehr Absorb. Ice Resistance. Ich glaube, ich gucke jetzt mal so langsam, dass ich ein bisschen auf Resistenzen gehe. Attack Speed Crit, aber mehr HP. Dann nehme ich das auch. Dann gucke ich mal, wenn ich jetzt hier schon ein bisschen mehr auf die Nase bekomme, dass ich halt mehr defensive Sachen mache. Ich glaube, ich nehme echt wieder Treasure Point das nächste Mal. Okay. So. Es ist halt ein bisschen blöd, ne? Weil die ganze Zeit lief das so problematisch und jetzt laufe ich da einfach so Larifari rein, denke mir nichts Böses und werde die ganze Zeit umgeklatscht. Auch halt eigentlich schon für so ein normaler Elite-Gegner oder was das hier ist, der braucht ein bisschen lange zum Umfallen. So, wir können das da mal reintun oder ich werde hier direkt umgeklatscht. Oh, das ist so nervig. Ich wünschte echt, das Spiel wird pausieren. Das ist so unnötig. Was war das jetzt? Ich heile mich jetzt mal. Gut, das packen wir da rein. Send Item und was kriegen wir raus? Absorb Resistances. Elemental Resistance. Also gegen alles wahrscheinlich. Lightning und Poison noch oben drauf. Das klingt doch schon mal sehr gut. Das würde ich dann auch direkt nehmen. Bisschen weniger Absorb-Eis verlieren wir.
Aber ich nehme jetzt einfach mal das. Und dann können wir noch mal ganz kurz gucken hier. 49, 35, 36, 46. Gut, das ist okay. So alles über 30. Dann kann man mal drüber reden. Ganz langsam. Dann werde ich nicht mehr instant umgeklatscht an der einen oder anderen Stelle. Weil die ganze Zeit ging es ja auch ohne Resistenzen, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Was ist hier denn? Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja, ich könnte es halt so machen, ne? Ich bleib hier einfach, ich hau drauf, stun den so ein bisschen. Oder noch, verpasst den Knockback, aber, ne? Bis ich da. Du bist wieder so Gold irgendwas. Ich will jetzt den Skill auch nicht benutzen, weil sonst haut er mir gleich ab. So habe ich den in der Ecke. Ja. Ich kann mir dann jetzt erstmal einen Kaffee machen. Okay, die Hälfte haben wir schon. Das könnte echt ein langes Video werden. Wie gut, dass ich diese Waffe genommen habe. Ich glaube, mit der anderen wäre abgehauen. Oder was auch immer es ist. Und ich hoffe, es gibt eine Menge Gold. Oh ja, Quiver ist nicht so interessant. Bis 160. Hat aber auch 0,5, ist sehr langsam, aber so der ganze Rest hier. So, da will ich jetzt aber doch nur noch mal ganz kurz gucken. Das brauchen wir jetzt nicht. Das hier wäre schon Armor Break, Minion Damage ist mir egal. Gained on Hit. Gut, das andere ist halt Elemental Effects Chance. Ha! Probier das mal aus. So, was haben wir hier? Genauigkeit brauche ich jetzt nicht. Minion Damage, Minion HP, Skill Charges brauche ich jetzt auch nicht. Dann war nochmal 29. Das ist auf jeden Fall das, was wir eben schon hatten. Gut, dann machen wir so weiter. Und wir haben jetzt 21.000. Nein, verdammt, jetzt. Wobei, das müsste auch. Jetzt sag nicht, dass. Ja, gut, dann warten wir nochmal. Ich will all dein Gold haben. Das geht so auf. Ich muss den nur irgendwo in die Ecke drängen. Und dann quasi immer da gegen die Wand hauen. Dann kann er nicht abhauen. Ich hatte jetzt erst gedacht, mit ein bisschen niedriger Angriffsgeschwindigkeit könnte er trotzdem abhauen, aber das geht auch so. Da ist wer explodiert. Skill Damage, ja, ich bräuchte. Das Problem ist jetzt, was ich auch nicht bedacht hatte. Ich habe ja eine Menge Sachen mit Basic Attack Damage, die mir dann mehr davon geben. Ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich da an den Sachen drin mit
mit Skill Damage. Deswegen ist das. Deswegen macht das, glaube ich, momentan nicht so viel Schaden. Die Frage ist halt nur, ob das jetzt eine gute Idee wäre, die Sachen dann auszutauschen. Attack Speed brauche ich dann eigentlich auch nicht so. Hier Basic Attack Damage, das meinte ich. Genauigkeit. Dann schmeiße ich das mal raus. Dann packen wir C9. Dann packe ich hier nochmal 10% rein. Dann haben wir da noch Genauigkeit, Skill Damage. Doch, eins habe ich da so drin. Genauigkeit, Attack Speed. Ich glaube, Attack Speed bräuchte ich dann gar nicht mal so sehr. Dann nehmen wir nochmal Skill Damage. Und dann gucken wir gleich mal, wie die Zahlen dann aussehen. So, da könnte ich auf jeden Fall auch schon wieder was reinsetzen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier Lightning Damage. Das passt doch. Und ansonsten. Machen wir jetzt erstmal weiter. Das Video könnte echt ein bisschen länger werden. Die Zahlen waren auf jeden Fall größer. Na okay, die jetzt. Also, das ist halt sehr unterschiedlich. Ich hab doch. Ich hab nicht. Verdammt. Hallo? Wo bist du jetzt hin? Immerhin Level up, so. Avoidance und so weiter. Ja gut, das ist mir jetzt erstmal egal. Die packen wir einfach mal, schmeißen wir das Ding rein und ich sehe schon. Das sieht auch nett aus. Stecken wir erstmal ein. Also ich glaube, man kriegt da halt auch nicht immer gute Sachen raus. Einmal hatte ich, glaube ich, da nur Blödsinn. Aber so diese anderen Sachen. 38% Block Chance. Elemental Resistance, Absorb, Avoidance. Ja, das nehme ich. So. Hauptsache, ich bleibe länger am Leben. Ja, hier, okay, hier ist nichts weiter. Ich kann da noch ein paar Zutaten mitnehmen. Aber die da hinten lasse ich liegen. Die habe ich gesehen, aber ich würde hier langsam gerne mal mit der Mission fertig werden. Ach, da kommen wir nicht mehr. Ich gucke halt immer auf die Hauptkarte. Das sieht halt so, das könnte halt so aussehen, als ob ich da durchkomme. Dann gucke ich auf die Minimap und sehe, ich komme da nicht durch. Komm her. Ich kann das jetzt auch überhaupt nicht so richtig vom Schaden her einschätzen. Also die Zahlen sehen niedriger aus. Aber mit diesen ganzen Lightning-Proc-Effekten und den ganzen Krempel, da kommen wir so nicht durch, ne? Das sieht ein bisschen aus, als ob man da durch könnte, aber... Nee. Naja, auf der anderen Seite, ich kann halt diesen Skill mehrmals hintereinander auslösen. Also müsste der eigentlich schon dann insgesamt mehr Schaden machen. Ich muss den halt ein bisschen anders benutzen als Pressure Point. 500 Damage. Und das Gute an diesem Skill ist natürlich noch, man kann auch Schaden damit ausweichen.
Wenn man sieht, okay, ich bin kurz davor, hops zu gehen, dann benutze ich den Skill und dann können sie erstmal kurz keinen Schaden machen. Hallo. So, einmal bitte das. Na gut, ich hatte das ja erst getestet. Da war das nicht so viel Mana vom Verbrauch. Da habe ich den Skill halt auch noch einmal benutzt. So, da haben wir noch ein paar Sachen. Das da unten ist mir alles erstmal soweit Schnuppe. Hier können wir noch was mitnehmen. Ich weiß halt leider auch nicht, was dieser Lightning-Effekt da genau macht. Ich würde mal drauf tippen. Oh Gott, dass die mehr Schaden kriegen. Bräuchte jetzt erstmal wieder ein paar Aufladungen. So, wie sieht das denn mit den XP aus? Die Hälfte haben wir fast. Das würde ich gerne vielleicht mitnehmen. Minion Damage increased Attack Speed 0,5. Ja, nee, das ist dann doch schlechter. Glaube ich, so auf den ersten Blick. Na gut, da wäre noch was. Da wären noch Zutaten gewesen. Egal. So, hier sind wir auf jeden Fall dann richtig. Müssen wir aber da unten rum. Aber okay, das ist doch ein bisschen noch kleiner Umweg. Oh, hallo. Uiuiui, die ziehen mich da auch noch rein. Nein, ich werde jetzt... Oh Gott, beziehungsweise die stunnen mich so ganz kurz. Ja, komm mal her. Bring nicht deine Freunde mit, die sind nicht eingeladen. Werde ich halt, wenn er seine Dinger da macht... den Skill benutzen und nicht drauf gehen. Danke. Ja, nicht schon wie. Ja, genau, hat man auch gerade wunderbar von der Animation her gesehen. Nein! Ah, Mann! Nicht so kurz davor! Ja, okay, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit. Alles, was noch so ein bisschen XP abwirft. Sieht man hier von den Zahlen so 111, 117, 300 war da kurz zwischen, aber ansonsten weiß ich nicht. Das sieht halt nach wenig aus. Ich brauche halt mehr von diesen Glyphen, damit das besser funktioniert. Ich sage jetzt auch nicht, dass das Skill schlecht ist oder so, sondern ich habe da nicht die richtigen Voraussetzungen für.
Ich hoffe, der heilt sich da oben nicht. So, ihr seid mir egal. Das können wir nicht mehr mitnehmen. Ist mir jetzt auch egal. Wir müssen dann auf jeden Fall... wo war das denn genau? Da hinten, da unten. Okay. Dann laufe ich jetzt trotzdem außen rum. Weil sonst dauert hier das Video 2 Stunden. Den wollte ich auf jeden Fall für XP noch mitnehmen. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Heiltränke. Also jetzt habe ich die doch schon ein bisschen dann gebraucht. So, was ist das da für eine Glyphe? Da gucken wir gleich mal. Compound Glyph, irgendwas Interessantes, Brauchbares, Basic Attack Damage, Skill Damage, mhm. Poison Resist, ja, okay. Ist okay. Aber jetzt nicht so überragend. Ist halt auch die Frage, wie weit die einem hinterherlaufen. Wenn ich die jetzt natürlich alle mitziehe, darauf kann ich sehr gut verzichten. Sehr, sehr gut. Hallo, mein Freund. Du, oh Gott sei Dank. Level up. So, dich konnten wir auch noch mitnehmen. Die ganzen Sachen hier. Ist auch Increased Basic Attack Damage. Wenn ich halt Skill Damage brauche, dann brauche ich... Welche Waffen haben denn eingebaut Skill Damage? In erster Linie. 160. Ja, okay. Additional Lightning Damage. Das wäre natürlich schon was. Aber das hat auch Lightning Damage, deswegen... Jetzt hör mal auf zu nerven. So, Kukris. Die ist halt relativ schlecht, ne? Wobei, es sieht immer so nach niedrigen Zahlen aus. Dann hat man irgendeine Waffe, die geht bis 160 Schaden, dann hier 44. Aber die hat dann auch 0,5 Base Attack Speed und die hat 0,22. Also, aber dann haben wir das jetzt geschafft. Das war ja doch ein bisschen schwieriger. Was aber, ja, okay. Die haben mich ein paar Mal aus Latschen gehauen, aber von dem Skill, ne, musste ich jetzt auch erstmal rumprobieren. Ich bin immer noch nicht so sicher, ob ich den weiter behalten will. Ich glaube, ich nehme doch echt nächstes Mal wieder Pressure Point. Das ist halt echt so ein bisschen, ich weiß ja nicht so. Das brauchen wir nicht. Das sammle ich gleich ein. Ich hole mir jetzt hier erstmal die Questbelohnung. Was haben wir denn hier? Absorb. Minion Damage, das ist blöd. Heilung. HP-Steal, Block-Speed, Skill, Block-Speed, was macht das denn genau? Gain per Kill, Ich nehme einfach hier Compound Glyph. Und dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.